Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind gerade angekommen in London. Es geht gerade die Sonne auf. Es ist jetzt 8 Uhr am Morgen. Wir haben gestern Nacht gar nicht geschlafen. Jetzt sind wir hier für Flying Deer. Und ja, Min ist am Start, den seht ihr auch gleich. Und jetzt werden wir erstmal Richtung City fahren und dann schauen wir weiter. Wir sehen uns. Du hast ja kleine Augen. Bist du müde? Hä? Es beginnt schon ganz gut, wir scheinen schon am Flughafen wegzukommen. Keine Ahnung, was ich machen muss. Wir sind in London und jetzt fahren wir erstmal nach London. Okay, wir haben die Busstation gefunden, A8, falls ihr mal nach Liverpool Street wollt. Du hast O2 UK habe ich. Und hier ist nicht nur Zigarette verboten, sondern auch E-Zigarette. Auch E-Zigarette und hier vorne ist auch noch ein Schild mit Burgers auch noch verboten. Das ist alles verboten. Ich sag dir, der Fahrer ist verrückt, man. Der fährt auf der falschen Seite. Ja. So, wir tigern jetzt schon durch London. Wie lange schon? Seit drei Stunden sowas. Kennt sich doch aus. Ja, haben wir schon mal gut was weggelaufen. Aber wir sind immer die ersten 2 Stunden im Kreis gelaufen. Ja. Das heißt, die Londoner Innenstadt, Liverpool Street, kennen wir in- und auswendig. Ja, Mann. Das ist unsere Route jetzt. Ich bin ja direkt als Banker anfangen mittlerweile. Ja. Die Leute haben uns schon komisch angeschaut, aber die haben schon gesehen, wir sind 4 oder 5 Mal an den vorbei nach National, die wissen Bescheid. Genau, und jetzt. Jetzt sind wir gerade in unserer Hut, wo unser Hostel ist, in der Nähe, oder? Ja, das Armenviertel sozusagen, aber das passt. Wir suchen gerade etwas zum Essen, zum Snacken. Das gönnen wir uns jetzt mal. Ach ja, so, jetzt haben wir eine Nacht genächtigt mit 6 weiteren Personen. Das war mal ganz interessant. Wir waren eigentlich ganz brav, ne? Hände entspannt. Oh, ja, hat eine leichte Schnarch. Echt jetzt? Ja. Du warst einfach mental, ich glaube, du warst einfach komplett tot. Ja. Nachdem wir gestern einfach 600 Kilometer gefühlt gelaufen sind, waren wir auch einfach tot. Ja, Mann. Und heute geht's weiter. Passt. Party! Eine europäische Steckdose gefunden. Ich kann noch ausnutzen. Ich habe hier gerade jemanden richtig krassen gefunden. Ihr kennt ihn vielleicht aus Film und Fernsehen. Können Sie kurz schauen? Was laberst du eigentlich, Mann? Ich bin's, Alter. Ich sehe da keinen Unterschied. Not racist at all. Zum Abschluss der ganzen. Oh, hier ist auch ein japanisches Restaurant. Zum Abschluss gehen wir auch noch mal hier kurz in.
nach Chinatown. Da waren wir gestern Abend schon mal, das sah richtig geil aus, ne? Ja, nachts war es echt geil. Das sah echt awesome aus. Aber es bockt sich hier, sehr geiles Essen. Mal gucken, ob es auch so schmeckt. Hier hängen so geile Sachen. Das ist zwar zum einen Teil auch ganz schön eklig, weil du zum Beispiel beim Huhn noch den Kopf dabei hast, aber die sind schon so geil paniert, nicht paniert, eingelegt oder bestrichen und hängen jetzt noch so ab. Das sieht richtig geil aus. Ich zeige euch das mal. Sobald er hier fertig ist. Sobald ich zeige euch das mal. Once again, on behalf of Ryanair, we'd like to apologise for the slight delay to your service this evening and any inconvenience this may have caused. Yo, das war's auf jeden Fall mit dem Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es gab viel zu sehen, viel zu essen. Auch viel zu laufen. Viel zu, sehr, sehr viel zu laufen. Wir sind so viel gelaufen. Und ja. Weintraining dieses Jahr ist so vorbei. Werde ich nie mehr machen. Schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei. Sein Kanal. Ja. Lustigster Asiate, den ich kenne. Danke, danke. Ja. Ist ja nicht so, als wenn wir alle auch gleich aussehen. Und wie viele Asiaten kennst du? Was? Schaut drauf, der kleine Schlawiner. Bei mir, ja, lasst dir ein Abo da, bei ihm. Schaut dir mal nur erstmal vorbei. Okay, danke, danke. Nur vorbeigucken. Okay, danke. Okay?